Stell dir vor, du betrittst jede Verhandlung mit der Gewissheit, die richtigen Fragen in der Hinterhand zu haben. Kein Zögern mehr, nur klare, zielgerichtete Strategien und Fragen. Weil mit den richtigen Fragen bist du nie mehr sprachlos. Genau um dieses Thema geht es in der heutigen Folge. Ich zeige dir zwei Fragetechniken, die dir helfen, die nächste Verhandlung erfolgreich zu meistern. Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich Verhandeln Podcast. Hier ist wieder dein Host Frédéric Mathieu und endlich ist der Sommer da. Diese Folge ist die erste Folge aus der Sommerserie. Ich freue mich schon sehr auf den Sommer. Die Temperaturen im Büro sind auch endlich wieder so quasi auf dem Kochpunkt, weil vormittags scheint mir immer hier wunderbar die Sonne rein ins Büro über die großen Fenster. Und da ist dann hier richtige Sauna bei mir im Büro. Und darum freue ich mich jetzt dann bald auf den anstehenden Urlaub. Ich gehe dieses Jahr zuerst zwei Wochen ans Meer. Danach habe ich eine Woche, wo ich mir Zeit nehme, wieder Videos und Content zu produzieren. Dann gehe ich auf Workation nach Berlin, wo ich dann sicher wieder einige spannende Interviews mit spannenden Leuten für dich aufnehmen werde. Du kannst also gespannt sein. Und so ein Thema, das in jedem Training, in jeder Keynote von mir, auch bei mir im Mentoring immer wieder so die Frage gestellt wird von meiner Mentoring-Gruppe ist, ja, was machst du, wenn so eine Frage kommt oder dich irgendwas, eine Reaktion oder eine Aktion oder sonst irgendwas sprachlos macht? Was machst du da? Und so, das kennst du wahrscheinlich auch, so diese berühmte Schlagfertigkeit, die erst so 10, 20 Minuten nach der Verhandlung, nach dem Meeting einsetzt, wenn du im Bus bist, wenn du mit dem Auto nach Hause fährst oder wenn der Online-Call beendet ist auf Zoom oder Teams, du klickst auf Beenden und dann trinkst du einen Kaffee und erst dann kommen dir die ganzen Fragen, die ganzen spannenden und schlagfertigen Antworten in den Sinn, die du hättest zurücksagen können. Und das ist so ein Phänomen, das haben sehr, sehr, sehr viele Menschen, die das haben. Auch mich macht mal das ein oder andere Mal sprachlos, immer wie weniger. Aber so in der Situation habe ich gelernt, kannst du die wunderbar meistern, wenn du eine Frage stellst. Und damit auch du die richtigen Fragen parat hast, habe ich dir jetzt heute zum Start in die Sommerpause, habe ich dir eine kleine Überraschung dabei. Und zwar habe ich mal für mich so die wichtigsten Fragetechniken in einem PDF zusammengefasst. Und du kannst dir das PDF hier unten in den Shownotes runterladen. Das PDF heißt 101 Fragetechniken, die deine Marge verdoppeln und dir 50% mehr Umsatz bringen. Und ich habe einfach mal da die wichtigsten Fragetechniken aufgeschrieben und auch konkrete Beispiele reingeschrieben, damit du bei der nächsten Verhandlung nicht mehr sprachlos bist. Das ist also so mein Geschenk an dich zum Start in den Sommer. Weil wenn du das zur Hand hast, wenn du diese Fragetechniken, sage ich mal, drauf hast, wenn du vielleicht so die ein oder andere Frage daraus, weil es hat 101 zur Auswahl, dann kannst du dir die aufschreiben, die ergänzen mit deinen eigenen Fragetechniken und das ist etwas, was dir natürlich in jeder Verhandlung sehr, sehr, sehr hilft. Und so mal eine Frage daraus, so eine konkrete Fragentechnik, daraus ist, ich möchte dir heute in der Folge mal so zwei mitgeben. Und zwar, also sicher schon mal davon gehört, von den offenen Fragen und auch von den geschlossenen Fragen. Das haben sehr, sehr viele gehört, aber die meisten wissen nicht, wo und wann wende ich denn diese an. Und ich möchte mit dir mal in der heutigen Folge diese Fragetechniken anschauen. Die offenen Fragen. Die offenen Fragen sind zum Beispiel zum Start in einer Verhandlung sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn du die Verhandlung startest, also du begrüßt, du machst ein bisschen Smalltalk, du nennst dein Ziel und jetzt ist es wichtig, Informationen zu sammeln. Das heißt, jetzt stellst du offene Fragen und die offenen Fragen sind die berühmten W-Fragen.
Ja? Also wenn du dich jetzt zum Beispiel mich fragen würdest, hey Frederik, wo finde ich denn den Link zu deinem E-Book mit den 101 Fragetechniken, dann könnte ich dir jetzt sagen, ja, geh unten in die Shownotes, klicke da auf den ersten Link, da kannst du dir das PDF runterladen und jetzt siehst du schon, wenn halt eine W-Frage kommt, dann kriegst du ein bisschen eine längere Antwort. Und diese W-Fragen, die sind extrem wichtig, wenn du halt in der ersten Phase, so zum Start anwendest, weil diese Fragen, die ermutigen so dein Gegenüber, halt längere Antworten zu geben. Du bekommst damit auch Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt von deinem Verhandlungspartner. Und es ist natürlich auch wichtig, dass du ein Verständnis findest und auch eine offene Diskussion, eine lösungsorientierte Diskussion zu fördern. Du kannst zum Beispiel fragen, ja, wie stellst du denn dir eine ideale Lösung vor? Oder was ist Ihnen bei einer Zusammenarbeit, bei dieser Vereinbarung am wichtigsten? Das kannst du fragen, wo du willst, nicht nur als Selbstständiger oder als Unternehmer, aber auch als Angestellter beim Bewerbungsgespräch, bei der Gehaltsverhandlung und so weiter. Was ist denn dir bei einer Zusammenarbeit am wichtigsten? Oder was ist denn dir bei einer Lösungsfindung, bei einer möglichen Zusammenarbeit, bei einem möglichen Projekt, was ist dir am wichtigsten? Und das ist diese Frage, die ich sehr, sehr, sehr oft stelle beim Start einer Zusammenarbeit. Frage ich ganz bewusst, was ist dir am wichtigsten? Oder zum Beispiel auch, was muss passieren, damit die Zusammenarbeit ein grosser, grosser Erfolg wird? Ja? Da holst du dir natürlich sehr viele Infos raus und jetzt ist wichtig, das, was viele Menschen nicht können, ist einfach mal schweigen, zuhören, notieren und vielleicht noch die eine oder andere weitere Frage stellen. Weil bei einer Verhandlung geht es darum, auch ein Ziel einer Verhandlung ist es, so viele Informationen wie möglich zu gewinnen. Das heißt, wenn du offene Fragen stellst, ist das der ideale Start in eine Verhandlung, dass du da halt sehr viele Informationen bekommst, dass du natürlich im Gespräch herausfindest, was sind die Motive meines Gegenübers, was sind die Wünsche, was ist so die Gedankenwelt, was ist meinem Gegenüber am wichtigsten, welchen Nutzen könnte ich jetzt daraus quasi ihm präsentieren, das ist extrem, extrem wichtig. Und du kannst mit offenen Fragen auch halt ganz eine Diskussion, sage ich mal so, ganz öffnen, wenn du zum Beispiel fragst, ja, wie können wir denn diesen Deal für uns beide attraktiver gestalten? Was hast du dir schon für Gedanken gemacht? Welche Lösungen wären denn im Bereich des Möglichen? Du siehst, diese Fragen, die haben alle ein W vorne dran. Also was, wie, welche, womit zum Beispiel und so fort. Das heisst, diese W-Fragen, die sind grossartig. Eine Frage darfst du jedoch nicht stellen bei den offenen Fragen und das ist die Warum-Frage. Wenn du dich jetzt fragst, ja, warum darf ich denn die Warum-Frage nicht stellen, dann ist die Antwort, warum ist immer vergangenheitsbezogen, warum sucht sehr oft einen Schuldigen, warum geht das nicht, warum wurde das nicht erledigt, warum sind diese Unterlagen immer noch nicht bearbeitet und so weiter. Das heißt, warum ist sehr, sehr oft negativ, warum ist sehr, sehr oft auch provozierend. Deshalb zum Start einer Verhandlung ist die Warum-Frage verboten. Das darfst du nicht machen. Das ist ein absolutes No-Go, weil du damit keine konstruktive, offene Diskussion startest. Also es sind diese offenen Fragen, die werden zum Start einer Verhandlung gestellt, um Informationen zu gewinnen, um halt den Rahmen abzustecken, um mögliche Lösungen zu diskutieren. Und an einem Ort darfst du die offenen Fragen nicht benutzen und das ist am Schluss, weil wenn du am Schluss von einem Meeting bist, und stell dir mal vor, du hast ein Online-Meeting, du hast nur noch so 5 bis 10 Minuten Zeit, dann darfst du jetzt keine offenen Fragen stellen, weil das dann die Diskussion wieder von vorne startet. Und du hast das sicher schon erlebt in einem Meeting, wo dann am Schluss irgendjemand noch so ein Detail, ein Nebenschauplatz eröffnet und da noch eine W-Frage stellt und du dir quasi so innerlich die Hand auf die Stirn knallst und sagst, hey, wieso fragt er das jetzt? Das ist völlig unnötig, lass uns den Deal jetzt abschließen, diskutieren wir das Thema vielleicht beim Mittagessen oder beim nächsten Meeting, aber doch nicht jetzt. Am Schluss, wenn du merkst, die Zeit ist knapp, wir sind kurz vor Abschluss, dann gilt es jetzt, den Deal, den Verhandlungsstand, den du jetzt hast, einzutüten und abzuschließen. Und das ganze Schlachtfeld nicht nochmals zu eröffnen, weil das ist richtig, richtig dumm.
sehr, sehr oft erlebe ich das in Verhandlungen, wenn dann am Schluss alles klar ist und jetzt stellst du da jetzt nochmals eine offene Frage, dann ist das ziemlich, ziemlich schlecht, weil das gibt dem Gegenüber auch ein schlechtes Gefühl. Stell dir mal vor, du möchtest ein Auto kaufen, du hast jetzt eine Probefahrt gemacht, du hast dich für einen Kombi entschieden mit Dieselmotor und jetzt bist du kurz vor Vertragsabschluss, du hast den Stift schon in der Hand, du gehst runter zum Vertrag, du möchtest unterschreiben und dann sagt dir der Verkäufer, wie wäre es denn mit einem SUV? Oder haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, auch ein Elektromotorauto zu kaufen? Also in so eine W-Frage zu stellen, die das ganze Ding nochmals eröffnet. Und der Kunde in dem Moment, der den Stift in der Hand hält und den Vertrag für das Dieselfahrzeug, für den Dieselkombi unterschreiben möchte, der hat in dem Moment Angst, eine schlechte oder eine falsche Entscheidung zu fällen. Und jetzt fängt das ganze Gespräch wieder von vorne an. Und du hast jetzt dein Gegenüber so stark verunsichert, dass du jetzt alles, was du bis jetzt erreicht hast, quasi in die Tonne getreten hast. Also deshalb da ganz, ganz, ganz schlecht zum Schluss eine offene Frage zu stellen. Weil am Schluss eignen sich viel besser geschlossene Fragen. Geschlossene Fragen, das ist die zweite Verhandlungs- oder zweite Fragetechnik, die ich dir heute mit auf den Weg gebe. Das sind die geschlossenen Fragen. Diese Fragen, die geben dir eine spezifische, oft sehr, sehr kurze Antwort. Und das ist nützlich, um halt zum Beispiel konkrete Informationen zu bekommen oder Bestätigung zu sammeln, damit du das richtig, richtig verstanden hast. Und das ist halt jetzt zum Beispiel viel, viel wichtiger, wenn du am Ende einer Verhandlung bist, geschlossene Fragen zu stellen. Weil am Anfang einer Verhandlung möchtest du ja viele Informationen sammeln. Das heißt, wenn du am Anfang nur geschlossene Fragen stellst, wo du meistens kannst auf eine geschlossene Frage als Antwort ein Ja oder ein Nein geben. Und wenn du zum Anfang einer Verhandlung geschlossene Fragen stellst und dein Gegenüber sagt nur Ja oder Nein, dann sammelst du keine Information. Ja. Geschlossene Fragen, zum Beispiel eine Lieferzeit von 6 Wochen, ist das für euch okay? Dann sagt die andere Person ja oder nein. Ja. Können wir diesen Zeitplan einhalten? Gibt es bestimmte Budgetgrenzen für dieses Projekt? Ja oder nein? Wenn die Person sagt, bestimmte Budgetgrenzen für dieses Projekt und diese Person sagt ja. Ja, logisch. Jedes Projekt hat bestimmte Budgetgrenzen. Aber du möchtest ja wissen, wo sind die? Du möchtest ja wissen, wie sieht denn das aus? Und deshalb ist hier viel wichtiger, eine offene Frage zu stellen. Aber am Schluss sind diese Fragetechniken fantastisch, weil du kannst jetzt am Schluss fragen, ja, zum Beispiel, habe ich noch irgendwas vergessen? Gibt es noch offene Punkte, die wir klären sollten? Du kannst nochmal zusammenfassen und am Schluss fragen, ist das alles korrekt? Passt das so für Sie? Und jetzt kannst du am Schluss wirklich halt den Deal und die Vereinbarung eintüten. Das heißt, die offenen Fragen eher zum Start, zur Informationsgewinnung und die geschlossenen Fragen quasi, um den Deal einzutüten, um den Abschluss mit nach Hause zu bringen. Das sind so 2 Fragetechniken, die im PDF der 101 Fragetechniken drin sind. Die 101 Fragetechniken, die helfen dir, in deiner Karriere vorwärts zu kommen. Die helfen dir auch, wenn du selbstständig oder Unternehmerin bist, deine Marge zu verdoppeln und dir 50% mehr Umsatz zu bringen, weil in Verhandlungen, wenn du zum Beispiel offene Fragen stellst, dann gibt es die Möglichkeit halt, den Kuchen zu vergrößern. Es gibt die Möglichkeit, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die vor der Verhandlung niemand auf dem Radar hatte. Und das Beste ist halt, wenn beide rausgehen und 1 und 1 in der Verhandlung gibt eben nicht 2 und 1 minus 1 gibt auch nicht 0 in einer Verhandlung. Das heißt, einer gewinnt, einer verliert. Der Idealfall ist, wenn 1 und 1 3 gibt. Das heißt, wenn du rausgehst aus einer Verhandlung, der Kunde oder der Lieferant, die haben mehr davon, du hast auch mehr davon und du hast vor allem mit Fragetechniken quasi neue Felder erschlossen, neue Möglichkeiten besprochen, wo du noch was verbessern konntest. Und das ist eben genau die Macht und die Magie von solchen Fragetechniken. Und wenn du jetzt den Rest auch noch haben möchtest, wenn du diese Techniken immer bei dir haben möchtest in deinem digitalen Hosensack, dann hol dir jetzt das PDF 101 Fragetechniken, das findest du unten in den Shownotes, der erste Link. Die 2, die ich dir heute gezeigt habe, waren die offenen Fragen für vor allem Informationsgewinnung zum Start der Verhandlung und die geschlossenen Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, verschiedene Punkte abzuschließen und am Schluss den Deal einzutüten und mit nach
Hause zu nehmen. In diesem PDF gibt es noch viele, viele weitere Fragetechniken, die dir helfen. Es sind insgesamt 50 Seiten mit Material, die dir helfen, eben in der nächsten Verhandlung nicht mehr sprachlos zu werden. Und es gibt da noch weitere Links in dem Dokument von Social Media Kanälen, Link auf ein Video zum Beispiel von unseren Events und so weiter und so fort. In diesem PDF findest du mehr Infos, damit auch du erfolgreicher verhandelst. Hey, ich wünsche dir jetzt zum Abschluss dieser Folge einen großartigen, fantastischen Sommer. Ich wünsche dir erfolgreiche Verhandlungen. Genieß die Sommerzeit. Du kannst gespannt sein. Ich werde in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch die ein oder andere Folge mehr zu dem Thema Fragetechniken machen. Und ich nehme dich dann auch mit in meinem Urlaub, vor allem auch bei der Workation. Bin ich gespannt. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, 3-4 Interviews aufgenommen. Und ich bin gespannt, diese mit dir zu teilen, damit du auch was davon hast, wenn ich neue spannende Menschen kennenlerne. Und ich finde das immer so genial, dass man die im Podcast einladen kann, die Fragen stellen kann zu ihren Erfahrungen zum Verhandeln. Und da waren letztes Jahr ein paar wunderbare, großartige Folgen dabei. Letztes Jahr war das im Raum Juli, August. Da findest du die Interviews vom letzten Jahr. Und zum Schluss noch vielen Dank für die ganzen Leute, die mir eine 5-Sterne-Bewertung gegeben haben auf Spotify und Apple Podcast. Da ist in der letzten Woche einige neue dazugekommen. Da freue ich mich jedes Mal. Das ist auch ein gewisser, sag mal so, eine 2 Millisekunden Zeichen der Wertschätzung. Da freue ich mich sehr auch auf die Meldungen, die ich auf LinkedIn kriege oder auf Instagram zu Podcast-Folgenideen, zu Fragen, zu Feedback. Da freue ich mich immer sehr. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Sommer, wünsche dir erfolgreiche Verhandlungen, auch im Urlaub, und bis zum nächsten Mal.